Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sengoku Dynasty. So, wir haben Akko. Du bist es, wie geht es dir? Das Leben ist nicht schlecht, gar nicht so schlecht. Ich hätte nicht erwartet, das je wieder sagen zu können, aber es ist wirklich so. Ja, Akko ist ja eine Freundin von uns, die ist ja gerettet worden. Ja, die Quest hier wird leider wahrscheinlich nicht mit der Dings hier wird wahrscheinlich nicht fertig werden. Na, ist nicht mit ihm. Wo ist denn die? Die gute Frau. Weil Kräuter, also ich habe alles gesammelt, was sie braucht. Da ist sie. Aber es wird nicht erkannt. Ich suche noch nach den Zutaten. Ich habe alle Zutaten. Das ist das Problem. Ist auch wohl ein bekannter Bug. Aber, ja, nicht behoben bisher. So, hier muss ich gerade mal gucken. Hier ist ein Nest. Da wurde mir gesagt, ich soll das komplette Nest einsammeln. Bisschen schade, aber gut. Ist halt so. Dann sammeln wir mal das ganze Nest. Sehr gut. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, was wir als nächstes machen können. Das Gebäude haben wir fertig. Hier kann ich jetzt, wenn ich es richtig weiß, im Prinzip nur warten, ne? Bis die Brücke fertig ist. Material ist ja alles beschafft. Und naja, das ist alles fertig. Ja, ich als Arbeiter bin auch zugewiesen. Von dem her können wir da gar nichts mehr tun. Ich bin doch zugewiesen, ne? Arbeitsplätze. Genau, das bin ich. Kann aber halt nichts tun. Aber wir könnten jagen, das wäre noch eine Idee. Wo habe ich denn die Speere? Da. Gehen wir mal jagen. Das können wir eigentlich in die Richtung machen. Da gab es, glaube ich, mehr Wild. Dass wir Fleisch kriegen. Das müssen wir dann sogar selber kochen. Das da oben, habe gerade überlegt, was das da oben ist. Aber das ist einfach nur ein Baumstumpf. Da war so ein heller Fleck. Sonst könnten wir nochmal gucken, was wir an Gebäuden brauchen. Aber wir sind, glaube ich, heute am letzten Tag. Und da steht zwar 4 von 5, aber das hatten wir letztes Mal auch schon. Und dann hat er die Jahreszeit plötzlich gewechselt. Habe ich eigentlich mehr als einen Speer? Nee. Habe ich nicht. Stellen wir gleich mal 3 her. Dass ich noch was habe, mit dem ich werfen kann, wenn wir den einen geworfen haben.
Hä, hier war doch gerade der Fuchs. Da läuft er. Mist, wo ist mein Speer hin? Weg. Und Fuchs ist auch weg. So kann ich schleichen, okay. Da springt er davon. Oh, ein Wildschwein. Die hatten wir bisher, glaube ich, noch nicht, ne? So. Haben wir auch? Ja, die verschwinden dann nicht, ne? Das vermisse ich ein bisschen. Wo ist er jetzt hin? Jetzt ist er abgehauen. Mist. Abgehauen ist er einfach. So, gucken wir mal, ob wir noch einen können wir noch zusätzlich machen. Ist halt der Nachteil an den Rehen, da muss ich zweimal werfen und die laufen halt weg. Wildschweine haben den großen Vorteil, die bleiben einfach. Zumindest haben wir hier gutes Jagdgebiet. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich könnte mal gucken, was wir noch an Gebäuden bauen sollten oder müssten. Oder könnten vielmehr. Bis jetzt haben wir ja diverse Lager. Dann haben wir die Holzfällerei. Bambus könnten wir noch schlagen, ne, wenn wir schon gerade hier sind. Achso, wir haben keine Energie mehr. No energy!
Und es fängt an zu regnen. So. Eigentlich müssten wir bei Zeiten Holz im Lager haben. Wir haben einen Holzfäller. Akku. Oder Holzfällerin in dem Fall. Allerdings, wird das, glaube ich, nur zwischen den, also beim Jahreszeitenwechsel aufgefüllt, habe ich den Eindruck. Das ist ein bisschen schade vom System her. Das mag ich eigentlich lieber wie in Medieval, wo halt kontinuierlich aufgefüllt wird. Wo die Leute vor allen Dingen auch was tun. Könnte man gar noch eine Axt machen. Das wäre kein Fehler. Das wäre absolut kein Fehler. Oh, wir kriegen tatsächlich Bretter hier. Ich hatte immer gedacht, nur Holzkohle und Stöcke. Irgendjemand hatte mal in die Kommentare geschrieben, dass es auch Bretter gäbe. Habe ich ehrlich gesagt nicht ganz dran geglaubt, aber es gibt tatsächlich Bretter. Hatte ich jetzt nicht erwartet. Ich war echt davon ausgegangen, dass wir nur Stöcke und Kohle kriegen. So, kochen wollte ich noch, genau. Auch nicht unwichtig. Und außerdem sind wir dann im Trockenen. Hi, Akku. So, kochen. Gebratenes Fleisch. Mehr herstellen. Machen wir mal 14 Stück. Bam, 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 bam. Die Geräuschkulisse finde ich dann noch ein bisschen merkwürdig. So, das können wir mal ins Lebensmittellager packen. Erstmal kann ich was essen. Ich könnte auch noch Eier braten, ne? So, aber 11 können wir mal hier reintun. Ach so, brauche ich die Eier vielleicht, hier im Lager. Achso, unterschiedliche Frische können nicht gestapelt werden. So. Vielleicht brauchen wir das dort im Lager einfach. Testen wir mal. Dann gehen wir jetzt nochmal zu der alten Dame. Vielleicht haben wir jetzt ja mehr Glück. Ich suche immer noch die Zutaten. Ja, das ist leider
tatsächlich ein Bug. Ja, und da die Quest jetzt Ende dieser Jahreszeit endet, ich hatte eigentlich gehofft, dass ein Update kommt. Extra diese heutige Folge erst heute auch aufgenommen tatsächlich. In der Hoffnung halt, dass unter der Woche jetzt ein Update käme, aber kam nicht. Leider. So, was können wir hier reintun? Steine. Falls das jemand braucht, Federn. Stöcke kommen ins Holzlager. Bambus auch. Oh, wir brauchen Äxte. Okay, dann nehmen wir die Steine nochmal wieder hier rein. Fertigen wir mal Äxte. Davon scheint Akku ja dann aber welche zu... Was brauchen wir denn da, dass uns noch fehlt? Stöcke? Ich mach mal eine hier rein. Ach, wir haben Eimer. Mit dem kann ich, glaube ich, das Wasserfass füllen, ne? Das machen wir mal. Den machen wir auf die 7. Kann ich nicht auch einen Quickslot? Okay. Der Eimer ist auch fast aufgebraucht. Oder muss ich den bei Regen rausstellen, dass der voll wird? Ich dachte, ich könnte ihn auf einen Quickslot packen. Achso, wie stelle ich den denn raus? Gucken wir mal. Was fehlt? Steine brauchen wir noch. Achso, wir brauchen immer 3 Steine für Äxte. Deswegen, ich hatte nämlich ein paar Steine hatte ich, aber so viel dann natürlich auch noch. Ein Nest. Ich könnte die Steine auch hacken, ich weiß. Aber ich sammle sie tatsächlich lieber. So. Weinbeeren. Bin jetzt mal gespannt, ob nächster Tag dann neue Jahreszeit wird. Oder ob das ja, ob wir dann einfach nur am anderen Tag sind. Bretter. Achso, ich kann immer nur 20 stacken. Wird auch im Holzlager gelagert.
Sammeln gerade mal noch Chrysanthemen. Wo ist denn die gute Frau? Ich suche immer noch die Zutaten. Ja, vor dem Ende dieser Jahreszeit. Schwierig. Eigentlich habe ich alles. Oh, aber ich sehe, die Zeit ist noch um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Und gucken mal, ob es einen Jahreszeitenwechsel gibt oder nicht. Oder wann? Nie. In diesem Sinne, ich sag danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.